Ja, dann schauen wir uns mal weiter um, auf der Suche nach noch mehr Geheimnissen und vielleicht auch mal ein paar Gegnern, weil... Oha. Ja, das sind aber keine Fallen, oder? Sanku? Warte mal, ich mache mir da gerade Sorgen, weil alle blinken auf. Das heißt eigentlich, wir müssen irgendwas aktivieren. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Zeig nach Fallen. Nee, Fallen haben wir nicht, ne? Ach so, die werden alle hell. Müssen wir etwa alle ganz dunkel machen? Nee, wahrscheinlich alle ganz hell, ne? Oh, wir fühlen uns müde. Ja. Oha, jetzt geht's aber los. Nee, geh. Nee, da wo. Nee, 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 nee. Geh mal dahin. Jetzt ist die Platte geradeaus. Es fehlt nur noch die hier. Aber dann gehen die anderen aus. Das ist. Ja, dann mal das da. Ein nach links. Ach, verdammt, die Mitte. Nee, wir dürfen nicht auf die Mitte. Ja, das sieht auf jeden Fall interessant aus. So viel steht feste. Oh, jetzt sind wir hier. Dann wieder ein zurück. Schade, jetzt fehlen da hinten die letzten beiden. Wie kriegen wir euch denn ans Laufen? Über die Mitte mache ich mir keine Sorgen. Jetzt sind die beiden hier am Leuchten. Jetzt gehen wir hier rüber. Und die Mitte ist aus. Die Mitte kriegen wir aber wieder an. Das heißt, wir gehen einmal hier drauf. Damit sind die an. Die Mitte kriegen wir an. Aber wenn wir hier jetzt drauf gehen. Nee, es funktioniert nicht so, ne? Doch, wenn wir hier drauf gehen. Ah, verdammt. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, geht die aus. Nee. Nee, geh da nochmal drauf. Geh nochmal zurück. Ah, jetzt. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Irgendwie, aber wir haben es geschafft. Wir rasten mal. Eieieiei. Schönes Rätsel. Schöne Sache. Mal eben mal schnell speichern, vorsichtshalber. Und dann bitte auch I wieder. feel stronger. Genau. Wait, something's not quite right. Oh. Öffne mal. Was ist denn nicht richtig? Wait, something's not quite right. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, wir haben mehrere Platten hier. Ich glaube, wir werden jetzt. Ah. Was ist denn, wenn wir den Zauber nicht hätten? Guck mal hier, die zeigt geradeaus, die zeigt geradeaus. Die zeigen geradeaus. Nee, hier, rechts und links zeigen da nach da. Und rechts und links zeigen nach da. Das heißt, Wait, die müsste something's not okay quite sein. right. Rechts und links. Die geradeaus müsste auch okay sein, ne? Ja, nee. It can't be. Okay. Ja. Laden. Machen wir doch mal eben. Ich hoffe, dass wir das Rätsel jetzt auch noch weiterhin gelöst haben. Ja, haben wir auch, ne? Okay, Moment. Erstmal den Buff weg. Ja, ich will die wirklich beenden. Öffne mal die Tür. Dann bitte einmal Hellsicht. Und du zeigst mir jetzt bitte mal direkt die Fallen an. Nicht, dass ich nochmal reinlaufe. Wait, something's not quite right. Okay. Wait, something's not quite right. Something's not quite Wait, right. something's not quite right. Wait, something's not quite right. Wait, something's not quite right. Edgy Badge. Easy. Ja, wir haben vielleicht nicht die ganze Karte erkundet, aber wie willst du sonst auf die Fallen treten ohne Entschärfer? Aber ja, schöne Sache. Praktisch, wenn man so einen Zauber hat. Was haben wir jetzt hier? Was bist du denn? Ah, oh. Da ist ein Teleporter, der sich. Warte mal. What is that? Was? Wo? Oh, da ist noch was. Aber du bist keine Falle, ne? Ah, okay. Doch, Jasna? Jasna hat's geschafft. Warum sind wir hier? Oh, ich mache mir Sorgen. Okay. Ich habe einen Kopf,
Was wie? Ich habe einen Kopf und ich habe eine Zahl, aber ich habe keinen Leib. Was bin ich? Kopf? Ich habe einen Kopf und ich habe eine Zahl. Eine Münze. Oder halt ein Euro, ne? Nee, nee, nee. Münze? Münze oder Taler oder... Nö, okay, das war schon. Okay, super, dankeschön. Ja, wir könnten es auch direkt bestimmen. Also manche Rätsel sind wirklich, wirklich einfach. Handschuhe, Widerstand gegen alle Magieschulen. Uiuiui, plus 3 Rüstung. Wie wär's denn mit Elfenarmbändern? Gute Vesna. Ja, und der Rest kann wieder weg. So, die Vesna ist richtig, richtig stark. Warum leuchtest du jetzt? Jetzt haben wir beide aktiv. Na, wie komm ich... Wo bist du denn jetzt hin? Ach, verdammt, da wollte ich nicht hin. Nee, bleib... dreh dich. Bleib. So. Ja. Turm der Mysterien Stufe 3. Ich glaube, man musste dem Teleporter hinterherjagen. Ist das richtig? Ich glaube, wir haben mehr Glück als Verstand hier in dem wunderschönen Spiel. Und ich habe Angst vor diesen Böden hier jetzt gerade im Augenblick. Gebe ich ehrlich zu hier. What is that? Ja, wieder ein Rätselchen. Das machen wir natürlich auf, Jasna. Ja, gut, Jasna. Ein Buch. Oh. Sehr gut. Astronomische Notizen. Ah, wieder etwas mehr. Die tanzende Flamme. Ah, da geht die Geschichte weiter. Ah, das habe ich nämlich gesucht. Das ist schön. Da geht die Geschichte weiter über die Entstehung halt im Grunde genommen, ja, man sagt halt jetzt einfach mal der Welt. Oh, schön, da habe ich auf jeden Fall wieder was zu lesen. Schön, 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 Blutmond. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ich kann nämlich nur empfehlen, vielleicht machen wir es nämlich auch. Wir hatten nämlich hier zum Beispiel die Schöpfungsmythen. Das war wirklich sehr interessant mit den Geschwistern. Mit den Drachenzwillingen. So, bitte... Achso, hier. Nee, Moment. I feel stronger. Ja, und du bitte wieder... Ich habe nämlich echt Angst hier, dass wir in der Falle wieder laufen. Hellsicht. Hallo? Warum ist hier denn keiner zu Hause, sag mal? Das kann doch nicht sein. Ja. Da können wir nicht hin. Hier geht's weiter nach oben. Hier haben wir nix. Okay. Aber unten ging es ja auch noch weiter, ne? Ja, ich glaube, wir gehen erstmal nach unten. Ich glaube, das sollten wir tun. Oh, nee, was hier öffnen? Oh. Ganz übersehen. Eine nicht bestimmte Reliquie. Ich glaub's nicht. Oha, oha. Ja, das werden wir uns so direkt mal genauer angucken, oder? Meine gute Vesna. Der Stab der Leier. Das ist doch... Eieiei. Der ersten Erzmagierin des Hauses Anima. Ja, uns bleiben eigentlich wenig Möglichkeiten, ne? Du trägst ja den Donnerstab. Schaden in Luft, 5 Fähigkeitsstufen in Luftmagie, weil du auch Großmeisterin der Luftmagie werden kannst, wirst du den Stab auch behalten, so sehe ich das. Du, meine Liebe, du bekommst den Stab der Leier. Der kann ja auch leveln. Also dann, ja, tut mir leid, aber ich hoffe, dass das was Gutes wird für dich. So, jetzt gehen wir erstmal, ja, wieder hier geradeaus, ne? So, hier sind wir nämlich noch nicht gewesen. Da hätten wir ja richtig was übersehen, ey. Ein Fass. Ah, eine dunkelblaue, das ist Magie. Nehmen wir mal Vesna. Ja. Nehmen wir mal Vesna. Okay, da ist nix. Schön vorsichtig, ne? Achso, hier geht's auch nach oben. Ja, Moment. I feel stronger. Hier ist nix. Okay, jetzt haben wir immerhin keine...
Warum leuchtet das Licht darunter so komisch? Boah, wo sind wir denn hier gelandet? Hallo, interagieren. Stark oder schwach, sie alle lernen rasch, dass ich im Herzen der Menschen wohne, in der Dunkelheit herrsche, aber vor dem Licht zurückweiche. Auch brauche ich keine Hände, um euch festzupacken. Stark oder schwach, alle Menschen lernen rasch, dass ich im Herzen der Menschen wohne, in der Dunkelheit herrsche. Maybe? That won't work. Nee, da stand ja auch, ich brauche keine Hände, um euch zu packen. Furcht. Ja, natürlich. Nee, obwohl. That won't work. Nein. Furcht ist nein. Stark oder schwach, alle lernen sie rasch. Man lernt es also schnell. Und es wohnt in jedem Menschenherzen. In der Dunkelheit. Er hat die Angst vor der Dunkelheit. Aber weiche vom Licht zurück, der Schatten, oder was? Der Schatten? Schatten? That won't work. Aha, Mensch. Stark oder schwach, sie lernen alle rasch, dass ich im Herzen der Menschen wohne, in der Dunkelheit herrsche, aber vor dem Licht zurückweiche. Ich brauche keine Hände, um euch festzupacken. Ja, Gespenst ist es nicht, oder? Ich dachte jetzt am Anfang Dämon, ne? So einfach so. Was ist denn bei uns im Herzen der Menschheit? Es weicht vom Licht zurück? Whatever. That won't work. Ja. Ich brauche keine Hände, um euch festzupacken. Dass ich im Herzen der Menschen wohne, in der Dunkelheit herrsche, aber vor dem Licht zurückweiche. Auch brauche ich keine Hände, um euch festzupacken. Wir hatten schon mal ein Rätsel mit Dunkelheit, ne? Aber die Dunkelheit, ja, steht ja drinne. Es herrscht, also in der Dunkelheit herrsche, irgendetwas. Es steht nicht er oder sie, sondern es. Ich denke mal, es ist wieder eine Tugend oder irgendwie so etwas. Es herrscht in der Dunkelheit, aber weicht vom Licht zurück. Ich brauche kein... Angst. Jawohl, ihr erhaltet verborgene Schriftrollen. Was ist das denn bitte? Diese Schriftrollen wurden im Turm der Mysterien verborgen. Könnte es sich um den sagenhaften Zauber... Kamla Asia handeln? Schwer zu sagen. Sie sind in irgendeinem Code verfasst. Ja. Okay. Also der Tempel ist wirklich sehr mysteriös. Das ist ja der Hammer, ist das hier. Es ist. Haben wir noch mehr jetzt hier? Oder ist, wir haben natürlich noch die andere Seite. Noch hält der Schatten. What is that? Ja, das dachte ich mir. Jasna? Durchbruch. Ich habe schon irgendwie ein bisschen Muffen. Okay, eine Truhe. Was haben wir hier? Was wurde denn hier gelagert? Noch eine Truhe. Ihr erhaltet Flöte. Eine kleine aus einem Schafsknochen geschnitzte Flöte. Ja. Ist das ein Questgegenstand? Ich denke mal. Jetzt bitte keine... What is that? Okay, wir haben schon wieder etwas gefunden. Hier hinten? Aha, jawohl. Celina, Magie. So, was haben wir hier Schönes? Wer hat einen Hut, aber keinen Kopf? Und einen Fuß, aber keinen Schuh? Oh, jetzt geht's los. Es geht hier um wer. Wer hat einen Hut, aber keinen Kopf? Und einen Fuß, aber keinen Schuh. Die Lampe?
Die hat einen Schirm. Vielleicht nennt man das Hut. Ja. Wer hat einen Hut, aber keinen Kopf? Was hat einen Hut? Einen Fuß, aber keinen Schuh. Ein Baum? That won't work. Nein. Aber es müsste doch richtig simpel sein. Was hat ein Hut und ein Fuß? Was hat ein Hut und Fuß? Aber ist halt kein Lebewesen. Eine Pflanze? That won't work. Es hat ja auch was mit Fantasy zu tun wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht in Lebewesen ist es nicht. Es ist auch nichts Humanoides. Was hat ein Hut? Ich glaube nicht, dass es ein Kleiderständer ist oder irgendwie sowas. Wir haben es ausprobiert. Ja, ich dachte es mir schon, aber nicht, dass es am Ende doch die Lösung ist. Wer hat einen Hut, aber keinen Kopf? Wir hatten die Lampe, eine Stehlampe. Nee, das ist zu lang. Ein Baum ist es auch nicht. Der Baum hat auch eine Krone, aber... Strauch... Eine Pflanze ist es auch nicht. Ein Fuß, aber kein Kopf. Ja, ein Gespenst oder so kann es ja auch nicht sein. Was hat denn ein Hut und ein Fuß, aber ist halt nichts. Es ist auch kein Ghoul. Und kein Manticore und kein Minotaurus. Nee, nach dem Bestien muss ich gar nicht abklappern hier. Ich meine, gut, Sleepy Hollow und so, ne? Wer hat einen Hut, aber keinen Kopf? Ja. Wenn ich ehrlich bin, komme ich gerade nicht drauf. Ich meine... Der ein oder andere von euch weiß bestimmt die Antwort, klar, aber wer hat einen Hut, aber keinen Kopf, einen Fuß, aber keinen Schuh? Ist bestimmt so super simpel, ne? Einen Hut und einen Fuß. Aber keinen Kopf und keinen Schuh. Ein Fuß und ein Hut, kein Schuh, kein Kopf. Ein Hut und ein Fuß. Kein Kopf, kein Schuh. Ja. Es ist wahrscheinlich so simpel, dass mir gerade wahrscheinlich einfach nicht einfällt oder ich nicht drauf komme. Pflanze, Baum, Lampe. Kleiderständer. Wie auch immer ich darauf komme, aber vielleicht hängt ja ein Hut dran. Aber es hat keinen Kopf. Es kann auch nichts aus dem Universum sein oder so. Es ist... Das ist bestimmt irgendein Organismus oder irgendwie so etwas. Das ist, Ach Mensch, komm schon, Sanko. Wer hat einen Hut, aber keinen Kopf und einen Fuß, aber keinen Schuh? Das ist eine Pflanze oder sowas. Irgendwas ganz Simples. Wer hat einen Hut? Oh. Champignon, whatever hier. Falsch geschrieben, ne? Ja, warte mal. Wir haben ja der Pilz. Pilz. Jawoll. Oh, ist das schön. Ein Pilz. Oh, ich wusste es. Es war eine Pflanze oder sowas. Was anderes hätte ich mir ehrlich gesagt nicht erklären können.
Oh, Wahnsinn. Diese Rätsel, die treiben mich noch zur Weißglut. Haben wir noch mehr? Also das macht übelst viel Spaß mit nur Reden. Nee, ehrlich gesagt nicht. Oh, hier haben wir noch viele schöne Zauberstäbe. Schick sehen die aber aus.